Ich begrüße Rüdiger Born in Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Born. Der DAX also weiter im Aufwind, nachdem es gestern schon 2% nach oben ging. Heute der Aufwärtstrieb noch nicht gestoppt. Inwiefern hat sich das technische Bild vom DAX denn verändert? Ja, hallo aus Frankfurt. Das Bild ist tatsächlich im Moment sehr, sehr gut. Die Stimmung scheint ungetrübt zu sein. Im Gegenteil, es hat ja an Dynamik tatsächlich zugenommen. Und insofern lohnt sich der Blick mal auf den Chart, um zu gucken, um zu prüfen, ob das so ewig weitergehen kann oder ob da doch vielleicht die eine oder andere dunkle Wolke am Himmel dann zu erwarten ist. Ganz wichtig, nachdem wir den Ausbruch nach oben ja gesehen haben, das ist ja unser Hoffnungsbringer gewesen, ist es aber die gesamte Bewegung, die wir seit Mitte November mal nach oben gesehen haben. Ich habe das einfach mit einer senkrechten Linie hier, oder nicht senkrecht, aber geraden Linie angezeigt. Da ist wenig Korrekturpotenzial ausgenutzt worden. Eigentlich hätte der Kurs locker noch mal fallen können. Also Kurse irgendwo im Bereich von 7.400 in etwa. Das wären typische Rücksetzerniveaus gewesen, die auch für eine schöne Erholung gesorgt hätten. Und wir haben es jetzt aber vorher geschafft nach oben raus. Ich weiß, das wird für einige optimistisch stimmen, aber im kurzfristigen Chart sehen wir schon, dass das nicht uneingeschränkt möglicherweise für gute Stimmung sorgen muss. Wir sind zwar auch hier dann über das letzte Hoch, das deutliche Hoch, was wir hier im Februar hatten, da nach oben ausgebrochen. Insgesamt kann man aber sagen, dass wir von dem Tief hier im Chart zu sehen doch relativ, naja, sagen wir mal, wackelig nach oben gegangen sind. Als Charttechniker sage ich, das ist eine korrektive Bewegung. Da sollte der jetzige jüngste Anstieg, den wir gesehen haben, nicht drüber hinwegtäuschen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, auch im Februar, dass der Kurs stark dynamisch nach oben gekommen ist, aber er ist immer wieder runtergekommen. Die Freunde der Trendlinien, die werden hier einen Widerstand erkennen. Das kann man nach oben vorzeichnen, müssen Sie zu Hause mit dem Lineal selber prüfen. Denn das hängt davon ab, wo der Widerstand ist, wie schnell der Kurs jetzt noch weiter nach oben geht. Noch haben wir Potenzial nach oben. Widerstände zeichnen sich noch nicht ab. Aber ich würde noch nicht auf die 8000 plus X spekulieren, sondern damit rechnen, dass wir in den nächsten Dutzend bis vielleicht noch 100 Punkten auf jeden Fall auf den Widerstand stoßen werden. Dankeschön für die Einschätzungen, Rüdiger Born in Frankfurt. Sehr gerne, alles Gute. Und passend zu der Einschätzung von Rüdiger Born haben wir jetzt auch noch ein Produkt für Sie, einen Tipp vom Anlegermagazin Der Aktionär, ein Long-Produkt natürlich. Wir schauen uns jetzt mal die Einzelheiten an. Die WKN TB5 R5G, Basispreis 7050 Punkte, die Knockout-Schwelle ebenfalls bei 7050 Punkten, der Hebel bei 8,59, der Emittent ist HSBC Trinkhaus. Also das ein passendes Produkt für die Analyse von Rüdiger Born von Born Traders. Und so weiter, DAX-Check.